Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge aus unserem High Security Park. Beim letzten Mal haben wir hier dieses Spinosaurus-Gehege gebaut und den dazugehörigen Spinosaurus freigelassen. Aber ihr seht schon, das Gehege können wir von der Form her auf jeden Fall nicht so lassen, weil es ist einfach zu klein. Wir kriegen hier keinen vernünftigen Wasserbereich unter. Das Wasser scheint hier noch so durch den Zaun durch, also geht hier noch zum Zaun so ein bisschen raus. So soll es natürlich am Ende dann nicht sein. Und deswegen werde ich hier auf jeden Fall das Gehege noch ein bisschen umbauen müssen. Aber ansonsten ist hier unser Fleischfresserbereich. Der nimmt schon ordentlich Form an. Aber wie gesagt, ich würde mich jetzt erstmal so ein bisschen hier an die Arbeit nochmal machen. Und danach werden wir dann hier in diesem Bereich unser Spinoraptor-Gehege bauen. Als allererstes müssen wir natürlich dafür hier den Zaun so ein bisschen erweitern. Ich glaube, ich werde das Ganze so ein bisschen schräg machen. Ich weiß noch gar nicht, wie ich das genau machen möchte. Wir schauen mal. Ich mache mal erstmal in diese Richtung so ein bisschen. Das ist natürlich wieder schwierig mit dem Zaun, ne? Ich will halt auch nicht, dass der Spinosaurus hier entkommt. Wir machen mal ganz kurz hier so einen kleinen Sicherheitszaun hier irgendwo lang, wenn das geht. Geht gar nicht. Ich kann jetzt hier gar nicht mehr nachträglich Zaun setzen. What? Okay, er entkommt natürlich jetzt direkt, der Spinosaurus. Das heißt, wir müssen ihn mal eben betäuben. Aber das macht ja soweit nichts. So ein bisschen betäubt kann er auch ruhig bleiben, glaube ich. Jo, Nahrung, Wasser ist voll. Das heißt, er kann hier mal kurz bisschen schlafen bleiben. Das macht absolut gar nichts. Ich wollte hier eigentlich mal gucken, dass ich hier ungefähr einen gleichen Abstand hinbekomme. Ich mache hier mal bis zum dritten Strich. Und dann im rechten Winkel hier bis zum dritten Strich. Dann haben wir hier nämlich eine gleichmäßige Schräge. Mach dann hier noch ein weiteres und dort nochmal so ein Mittelstück rein, weil dann haben wir wieder unseren Doppelzaun. Den wollen wir eigentlich immer weiter beibehalten. Habt ihr das gesehen? Oh mein Gott. Wie ist er denn geflogen? Sah ja übelst witzig aus. Ich hoffe, ich kann hier gleich noch bauen, weil jetzt der Spino halt mega im Weg ist. Ja, den Zaun lasse ich nochmal hier. Ich glaube, ich muss den echt wegtransportieren hier. Weil er liegt jetzt genau im Weg, wo ich jetzt eigentlich bauen wollte. Der Arme. So, der wird jetzt hier abgeholt und erstmal hier zwischengelagert in so einem kleinen vorläufigen Gehege, damit wir hier vernünftig bauen können. Irgendwie ist das hier... Wohl, nee. Ich dachte, das wäre alles so ein bisschen schräg hier. Ist es aber gar nicht. Aber das liegt ein bisschen daran, dass das hier natürlich ins Wasser noch geht. Aber dieses Stück werde ich natürlich nachher entfernen. Ich werde nachher hier verbinden mit hier. Aber das mache ich jetzt noch nicht. Und hier mit hier. Das mache ich jetzt noch nicht aus dem Grund, weil ich noch die Einrastpunkte gerne beibehalten möchte. Und die würden, glaube ich, verschwinden, wenn ich jetzt hier die Schrägen schon setze. Das möchte ich natürlich ungern. So, bis wohin gehen wir denn hier? Ich würde sagen, wir gehen erstmal bis hier. Ich weiß jetzt noch nicht, wie ich das hier hinten mit dem Tor mache. Oder mit dem... Ja, eigentlich können wir das fast so beibehalten. Vielleicht können wir einfach dann hier vorne... Ah, müssen wir mal gleich schauen. Machen wir erstmal hier so ein Stückchen weg. Auch hier den Einrastpunkt für den Doppelzaun nochmal hin. So, sehr gut. Ah, nein, das habe ich kaputt gemacht. Ja, das mit diesem Doppelzaun, das ist von dem Spiel, glaube ich, nicht gewollt. Das trickt sich halt immer so ein bisschen aus. Aber finde ich eigentlich ganz cool, wenn man dadurch echt Platz spart und dann trotzdem so einen sicheren Doppelzaun hat. Ziemlich nice. So. Dann haben wir hier sogar ein Dings zu viel, oder? Wenn mich nicht alles täuscht. Die kann man sich ja sogar sparen dann. Könnte man ja hier direkt eine Verbindung machen. Genau wie... Hier. Das ist super. Und auch hier könnte man dann was schräg bauen. Ja, das ist cool. Vielleicht kriegen wir das dann auch mit dem Weg dann nachher hin. Hier habe ich, glaube ich, auch noch eine Querstrebe vergessen. Ne? Genau, die habe ich hier sogar gemacht. Aber hier vorne nicht mehr. Setze ich jetzt nochmal eben, damit es auch gleichmäßig ist. Und hier müssen wir jetzt überlegen, wie wir das machen. Also wir müssen jetzt, entweder bauen wir hier eine Verbindung und bauen dann das Tor da schräg rein. Oder wir gehen halt hier irgendwie zurück. Ja, wir könnten das fast so machen. Das finde ich gar nicht so schlecht. Vielleicht hätte ich noch ein Stück weiter gehen sollen, was das hier vorne andockt. Also hier an dieser Stelle, dass man hier nochmal so einen Doppelzaun hinmacht. Wir machen, glaube ich, hier nochmal ein paar kleine Änderungen. Ich mache das hier, denke ich mal, auch gerade hier in den Zaun. Und dann hier die Ecke auch nochmal raus. Die ist schon sehr, sehr schief. Da verbinden wir dann auch einfach schräg. Genau wie hier vorne. Das können wir auch einfach schräg verbinden. Dann sieht das Ganze nicht ganz so eckig aus. Und dann sieht das jetzt so aus. Finde ich ganz gut. Das ist nice.
Und dann versuchen wir natürlich hier das Gehege nochmal so ein bisschen zu gestalten. Möglichst viel Wasser rein. Ich wollte ja sowieso eigentlich viel Wasser hier drin haben. Und so geht das Wasser auch nicht mehr nach außerhalb des Geheges. Finde ich auf jeden Fall besser. Vielleicht können wir jetzt auch noch hier ein bisschen Deko unterbringen. Wollen natürlich den Weg eigentlich relativ mittig und möglichst nah nach vorne setzen. Damit die Forscher sozusagen das gut beobachten können, wenn er da am Fressen ist. Und jetzt noch ein paar Felsen da rein. Den wir wahrscheinlich nicht hier hinkriegen, ne? Ja, das passt leider nicht. Der ist sehr, sehr groß, ist aber mit meinen Lieblingsfelsen, muss ich sagen. Der ist auch cool. Sehen, ob wir den hier noch reinkriegen. Auch schlecht aus, ne? Hier vorne könnten wir den hinmachen. Vielleicht können wir dann hier hinten nochmal... Nicht mal der passt da hinten hin. Das ist ja da richtig doof. Oh, hier geht aber der Kleine rein. Das ist gut. Wäre nice, wenn wir hier hinten noch irgendeinen Felsen hinkriegen würden. Aber ich glaube, wenn dieser kleine längliche schon nicht passt, werden die anderen auch nicht passen. Der einzige, der noch in Frage kommt, wäre der hier vielleicht. In die Ecke. Sieht aber sehr, sehr schlecht aus. Schade. Schade, schade, schade. Na gut, haben wir wenigstens so ein paar Felsen. Vielleicht können wir hier hinten nochmal ein paar Felsen machen. Ja, und dann ist das so ein kleines Wassergehege mit ein paar Felsen drin. Das ist schon ganz nice. Machen wir hier nochmal ein bisschen Untergrund bearbeiten. Nochmal ein bisschen felsiger das Ganze. Und natürlich auch noch Bäume rein. Das Gehege soll natürlich so ein bisschen in Richtung Dschungel gehen eigentlich. Wäre für den Spino am besten. Aber es wird natürlich schwierig, auf so einem kleinen Bereich eine Dschungeloptik hinzukriegen. Weil das schon ziemlich gut aussieht hier. Ist dann ruhig mal so ein bisschen mehr bewaldet, das Gehege. Schön Büsche rein. Verschiedene. Ich finde das auch cool, dass man die stacken kann übereinander. Das heißt, man kann wirklich alle Buscharten übereinander platzieren und dann werden es einfach mehr Büsche. Sieht doch schon sehr, sehr gut aus. Hier sind sogar Büsche in dem Fieder drin. Gar nicht schlecht. Und dann kann man jetzt hier reinschauen und kann hier wunderbar den Spinosaurus beobachten und studieren beim Essen, Trinken und sowas. Und dann daraus natürlich unsere Hybriden gewinnen. Das ist ja so ein bisschen der Gedanke dahinter. Betäuben wir ihn mal und bring ihn mal wieder rüber in sein Gehege. So, weiter geht das Ganze. Wir wollen natürlich jetzt das Spinoraptor-Gehege bauen. Und das kommt hier unten in diesen Bereich. Wir müssen natürlich jetzt echt platzsparend sein. Also am besten wäre es, wenn es wirklich hier in diesen Bereich kommt und nicht größer wird. Weil dann haben wir hier hinten noch den Platz für die anderen beiden Hybriden und den Tyrannosaurus. Weil die gehören natürlich auch noch dazu. Ich hoffe, ich bin ja irgendwie nicht schief geworden oder so. Sieht eigentlich noch alles ziemlich gut aus, ne? Ich glaube schon. Sollte eigentlich passen. Ich würde, glaube ich, gerne bis hier gehen und dann nochmal so eine Reihe nach hier gehen. Und im rechten Winkel drei nach da. Ich weiß nicht, ob drei mir zu wenig ist. Ich will hier halt nochmal eine Schräge bauen. Schauen wir mal, wie das aussehen würde. Oh. Ah, so. Ne, drei ist ausreichend. Definitiv. Ich erzähle mal eben nochmal weiter. Einfach wegen den Einrastpunkten natürlich. Das hier vorne passt eigentlich. Und dann können wir hier schon die Schräge setzen. Die sollte uns jetzt nicht mehr stören. Sehr gut. Hier kommt dann das Gehege später wahrscheinlich hin. Hier geht natürlich jetzt viel Platz verloren, ne? Müssen wir schauen, wie wir das machen. Ich mach erstmal... ich weiß nicht. Ich glaube, ich mach erstmal... Am besten wäre es, wenn wir das bis hier vorne machen. In diese Länge. Dann haben wir es nämlich gleichmäßig. Das wäre cool. So, jetzt ist das soweit gerade verbunden. Das ist schon mal gut. Und das Gehege soll dann hier noch irgendwo lang gehen. Also hier soll natürlich noch ein Weg durchgehen. Deswegen dürfen wir hier nicht zu nah rangehen. Aber ich will natürlich auch nicht zu klein bauen, damit der Spinoraptor auch ein bisschen Platz hat. Wobei das natürlich auch ein sehr kleiner Dinosaurier ist. Deswegen würde der Platz hier natürlich eigentlich ausreichend. Aber wir brauchen für den Spinoraptor auch wieder einen Wasserbereich. Und für Wasserbereiche braucht man halt Platz.
Geht leider nicht anders. Ich würde jetzt gerne hier einen Einrastpunkt einmal an der Wand erzeugen, auf dieser Höhe ungefähr. So. Jetzt können wir nämlich nochmal so eine schräge Ecke machen. Mit 3 Abstand in diese Richtung. Und dann 3 Abstand in diese Richtung. Sehr schön. Die verbinden wir mal eben. Hier verbinden. Oh, hier ist schon wieder schief geworden. Ist das richtig? Irgendwie baue ich immer schief, ne, wenn ich das so mache. Ich meine, das ist nur minimal, aber irgendwie ist das hier schon wieder. Ach Leute, das ist egal jetzt. Wenn das jetzt hier minimal schief ist, das passt schon. Machen wir so und so. Und das wäre dann die Größe von dem Spinoraptor-Gehege. Das ist, denke ich mal, ausreichend, oder? Hier hinten könnten wir dann vielleicht das Tor machen in das Gehege noch. Verschwenden wir hier den Platz auch nicht. Und dann passt das eigentlich soweit. Vielleicht sollten wir jetzt erstmal eben die Gebäude noch platzieren, die wir hier auf jeden Fall brauchen. Das wird auf jeden Fall ein Turm sein. Man könnte eigentlich hier schräg an die Ecke. Bietet sich ja schon fast an. Nutzt man hier auch die Ecke so ein bisschen. Ich glaube, ich mache das... Also entweder mache ich das so oder... So, ich glaube, ich mache das eher so. Das ist ganz nice. Einen Bunker würde ich hier gerne noch haben. Und vielleicht noch das ein oder andere... Forschungsgebäude. Den Bunker, den könnten wir... Wo könnten wir den hinmachen? Den könnten wir vielleicht auch später hier oder so platzieren. Den Weg habe ich jetzt erstmal hier so ein Stückchen weitergeführt. Aber wir müssen natürlich ja auch noch einen Doppelzaun draus machen. Also wir können das natürlich so nicht lassen. Ist viel, viel zu unsicher, wenn wir hier wirklich einen Hybriden drin haben. Also es ist wirklich Pflicht, dass wir hier einen Doppelzaun machen. Ich denke mal, ich mache den mal wieder in so ein bisschen... anderen Abstand am liebsten. Am liebsten so in dem Abstand von dieser Schräge hier. Also so ungefähr. Ihr seht ja, ist so ein Stückchen neben dem Stützpfeiler hier, aber das wird man, muss man erstmal hinkriegen. Das ist gar nicht so einfach. Dafür muss ich, glaube ich, einmal das entfernen. Jetzt kann ich erst hier diesen Zwischenpfeiler setzen. Nämlich so. Also das wäre dann so die Doppelzaunbreite hier. Ist natürlich wieder unnötig kompliziert, muss man sagen, aber... Ich glaube, ich finde das nicht schlecht. So, der Doppelzaun ist jetzt schon mal soweit fertig, bis auf in dieser Ecke. Da soll natürlich aber noch das Tor rein. Deswegen müssen wir hier nochmal schauen, wie wir das am besten machen. Ich glaube, ich mache das hier hin. Und dann einfach ganz normal, wie bei den anderen Sachen auch, einfach ein Stück für ihn vorgehen. Ein bisschen nach Augenmaß. Habe ich natürlich jetzt keinen Einrastpunkt. Machen wir das Ganze so. Machen wir in diese Richtung ein Stück. Das entfernen. Und hier das Tor rein. Möglichst gerade. Machen wir jetzt auch nach Augenmaß. Es ist sowieso alles nicht ganz perfekt gerade, weil ich habe irgendwie das Gefühl, dass die Einrastpunkte sich teilweise so ein bisschen verändern. Auch hier zum Beispiel. Hier ist es breiter als zum Beispiel hier. Seht ihr das? Weiß nicht, ob man das erkennen kann. Ich habe zumindest das Gefühl, dass es so ist. Kann natürlich auch sein, dass ich mir das einbilde. Aber ja, ist jetzt alles nicht ganz so schlimm. Ich hätte vielleicht das Tor nicht nach außen machen sollen, ne? Vielleicht nach innen. Wobei nach außen wäre auch mal ein bisschen anders dann, ne? Können wir das ja wirklich mal so machen. Ich meine, wir haben ja den Platz hier. Ich glaube, ich mache das einfach so. Hier so eine Schräge hin. Hier dann auch das Ganze. Und dann haben wir ja hier auch unser Tor fertig. Sieht dann mal so ein bisschen anders aus. Finde ich gar nicht schlecht. Ich hoffe echt, dass der Platz hier ausreicht von dem Gehege. Hier hinten könnte ich auf jeden Fall dann noch den Bunker planen. Den ich ja gerne hier machen würde. Vielleicht könnten wir den auch mal wieder so schräg später machen. Dass wir den Weg hier einmal schräg vorbeiführen. Das können wir mal eben ausprobieren. Ich denke mal, den mache ich auch nicht mehr ganz so breit, weil das ja nicht so ein wichtiger Weg ist hier. Ich denke mal nur so. Vorne mache ich es auch nochmal so ein bisschen breiter. Dann geht hier hinten der Weg lang. Und dann wäre es cool, wenn der hier um die Schräge geht. Ich glaube, das wird eng mit dem Bunker. Ich weiß nicht, ob das passt. Ah, es wird sehr, sehr eng. Ja, wir könnten natürlich auch den Bunker hier hin machen. Hier so an die Ecke. Würde auch gehen, machen wir das so. Ist auch nicht weiter schlimm. Und natürlich hier vorne will ich auch gerne den Weg noch bis hier vor eigentlich führen. Ist ja an so Toren immer nicht ganz so einfach mit den Wegen, leider. Dann mache ich die Wegfläche auf jeden Fall noch kleiner. Stück weg, das Stück weg. Und dann können wir hier das Ganze anpassen.
So. Und so. Und dann sehen wir gleich, wie das Ganze aussieht mit Bunker. Bin ich mal gespannt. Hier hinter müssen wir natürlich dann auch nochmal gucken. Weil hier ist noch viel Platz, den müssen wir nutzen später. Auf jeden Fall. Vielleicht, ja, mal schauen. Ich weiß noch nicht genau, was wir dann machen. Aber ich würde sagen, wir brüten jetzt erstmal eben den Spinoraptor aus, soweit. Der ist ja hier unten. Und den modifizieren wir natürlich. Was nehmen wir denn da? Ich nehme mal Waldland. Ich glaube, das sieht cool aus. Und dann boosten wir auch hier so ein bisschen die Werte. Auch wenn ich eigentlich gesagt habe, ich will die gar nicht mehr so boosten, wegen der Parkbewertung, damit sie nicht so hoch geht. Aber ich möchte halt schon gerne dieses Battle Royale am Ende machen und dafür sollen die Dinos halt schon ziemlich stark sein. Die Hybriden werde ich halt noch boosten, aber die normalen Dinos zum Beispiel glaube ich nicht mehr. Boah, den kann man aber richtig pushen. Das ist ja richtig krass. Guckt euch mal die Werte schon an. So einen kleinen Dino. Oh mein Gott. Der ist ja übel strong. Wusste ich gar nicht, dass das so übertrieben geht. Guck mal, wie viel Verteidigung, wie viel Angriff. Ja, das ist ja insane. Kann man sogar noch weiter. Alter Schwede. 192 Angriff. Das wird jetzt erstmal dauern, bis der fertig ist. Aber in der Zeit können wir mal eben hier das ganze Ding so ein bisschen gestalten. Ich werde auf jeden Fall auch hier wieder versuchen, so ein bisschen mehr Wasser unterzubringen. Wäre cool, wenn wir so ein bisschen andere Wasserformen hinkriegen würden. Das würde ich feiern. Hier ging es auch gerade. So, jetzt schauen wir mal, wie viel Wasser wir wieder kriegen. Wahrscheinlich so gut wie gar nichts. Also ist auch in Ordnung. Ist schon eine interessante Form. Wenn wir jetzt hier noch ein paar Felsen und so unterbringen, wird das cool werden. Vielleicht kriegen wir hier den großen Felsen hin, den ich gerne hätte. Könnten wir eigentlich so machen. Oh ja, das ist nice. Sieht das so aus, als wenn das Wasser da so an den Felsen vorbeifließt. Machen wir hier nochmal Felsen hin. An den Rand so ein bisschen. Und nochmal mit dem Felsen hier nochmal. Den machen wir auch nochmal hin. Okay. Damit sieht das ja schon mal ziemlich gut aus. Dann werden wir auf jeden Fall wieder mit dem Landschaftstool so ein bisschen pinseln. Man kann auch lieber so ein bisschen mehr zu Stein pinseln als zu wenig, weil später, wenn man wieder Büsche und sowas macht, kommt eh noch Grün dazu. Das ist dann immer schon ganz okay, wenn dann da so ein bisschen mehr Fels unter ist. Ich werde jetzt hier auch nicht unbedingt Sand machen, weil ich Sand jetzt nicht so dschungelmäßig finde von der Optik. Deswegen suche ich hier eher Sand zu meiden. Ich mache dann lieber ein bisschen Felsen. Ich darf auch nicht zu viel Bewaldung hier machen, das ist wichtig. Ja, hier ist natürlich wieder eine doofe Stelle, wenn man da nicht so richtig rankommt. Ah, seht ihr mal. Das klappt. Sehr schön. Hier noch in die Ecke ein. Es geht wegen dem Felsen leider nicht oder dem Tor. Schade, schade. Hier vielleicht noch einen hin. Oh, da hat es gerade gepasst. Sehr schön. Ich hoffe, das blockiert hier nicht zu sehr die Sicht der Forscher. Ah, tut es natürlich. Das möchte ich nicht. Dann muss der weg. Versuchen wir das Ganze mal gleich mit ein paar Büschen und so noch ein bisschen aufzupimpen. Versuchen nochmal so ein paar kleine Bäume hinzukriegen. Der ist natürlich wieder zu krass. Oh, der ist gut. Den können wir lassen. Weg damit. So. Wäre halt cool, wenn man ausgewählte Bäume nur entfernen könnte. Aber es bleibt natürlich immer am längsten der Baum, den ich nicht gerne halt möchte. Solche Büsche sind cool. Solche größeren. Oder solche Palmen, so Mini-Palmen sind auch nice. Haben wir hier noch was hin? Ne, leider nur. Aber das war cool da, die Dinger. Ja, das sieht gut aus. Und dann machen wir hier ordentlich einfach Begrünung hin. Passt dann, denke ich mal, schon für den Spinoraptor. Richtig schön verwuchertes Gehege. Wenn das jetzt schon fast übertrieben ist, aber schon nice aus. Ich platziere hier jetzt nochmal so ein kleines Umspannwerk. Und dann
Sollte das für diesen Bereich eigentlich schon reichen? Dann haben wir auch gar nicht so viel Platz verschwendet. Das ist ziemlich ideal, weil wir halt nicht mehr so viel Platz haben. Und ich noch einige Gebäude hier hinquetschen muss auf den restlichen Platz. Das wird echt schwierig werden. So, jetzt passt es. Perfekt. Dann haben wir das schon mal. Hier machen wir dann später vielleicht noch Wald oder so hin. Aber mal gucken. Vielleicht können wir auch den Platz noch nutzen. Ich glaube, das könnte wirklich funktionieren vom Platz her. Wir haben jetzt für den Spinosaurus und den Spinoraptor echt wenig Platz verschwendet. Das ist ziemlich nice. Und dadurch haben wir halt für den Indominus Rex und den Indoraptor und den Tyrannosaurus noch ein bisschen mehr Platz. Gefällt mir schon sehr gut. Hier sind 99% 100. Das heißt, wir kommen perfekt zur Freilassung von unserem Spinoraptor. Der ist auch übel cool, ne? Also wenn ihr eine coole Namensidee habt für den Spinoraptor, die cooler ist als Testkreuzung, dann könnt ihr den gerne... Oha. Oh nein. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Oh Gott. Nicht kämpfen. Oh nein. Nein. Ich hab's vergessen. Oh mein Gott. Die dürfen nicht sterben. Unsere Hybriden dürfen hier nicht sterben. Helikopter, du musst treffen. Ich muss das selber übernehmen. Gott. Nein! Der Spinoraptor hat den... Oh nein. Oh, jetzt kannst du es auch selber machen eben. Das gibt's doch nicht. Scheiße, das habe ich ganz vergessen. Das ging jetzt wirklich ruckzuck. Damit haben wir unseren ersten Hybriden verloren im Park. Ja, diese Hybriden sind halt echt saugefährlich, ne? Eieiei. Ja, da müssen wir wohl nochmal einen neuen Stegoceratops ausbrüten. Geht ja nicht anders. Diesmal können wir auch einen anderen Skin nehmen. Weil das war ja nicht so mein Lieblingsskin. Probieren wir mal das Dschungelmuster. Das ist jetzt super, super ärgerlich. Er frisst ihn jetzt hier noch gemütlich. Jetzt hat der Helin auch getroffen. Los jetzt, wird hier auch betäubt? Okay, er ist betäubt. Perfekt. Ja, darüber habe ich nicht nachgedacht, Leute. Das war echt doof von mir. Naja, passiert. Auch nicht weiter schlimm. Was ich nochmal versuchen möchte, ist, hier die Pflanzen so ein bisschen zu mir gehen. Eigentlich wollte ich nur die Pflanzen hier in diesem Bereich hier wegkriegen. Aber ihr seht ja, was alles gelöscht wird. Mit diesem riesen Tool, weil das so unhandlich ist, sage ich mal. Naja. Das Hinzufügen-Tool ist zum Glück ein bisschen kleiner. Jetzt habe ich nämlich keine Pflanzen mehr da, wo die Fische schwimmen. Finde ich ein bisschen besser. Weiß auch nicht, ob mir das schon fast zu viel Bepflanzung ist, aber ich finde es gar nicht so schlecht. Finde ich ganz nice. So, wir bringen natürlich nur nochmal den Dekoceratops weg. Das ist unsere Testkreuzung 001. Die ist leider gerade gestorben. Der nächste wird ausgebrütet, den lassen wir gleich noch frei. Ja, Leute, der Spinoraptor, der gerade schon unseren Stegoceratops aufgerissen hat, ist jetzt hier in seinem Gehege gelandet und der ist wirklich gefährlich. Habt ihr ja gerade gesehen, wie schnell er den großen und auch von den Werten modifizierten Stegoceratops besiegt hat. Also das war wirklich sehr beeindruckend. Also wirklich eine super, super krasse Kreuzung von Dr. Wu hier. Habe ich großen Respekt vor. Aber sieht auch mega cool aus. Ich freue mich, dass der hier drin ist. Was meint ihr? Sollen wir hiervon noch einen zweiten freilassen für das Gehege? Weil ich finde, bei Spinoraptoren würde es auch passen, wenn wir davon zwei haben, oder? Oder vielleicht sogar drei? Schreibt es mal in die Kommentare, was ihr findet, wie viele wir von den Spinoraptoren haben sollten, weil irgendwie finde ich, dass einer ein bisschen wenig ist. Aber nach diesem chaotischen Ende müssen wir natürlich hier wieder das Gleichgewicht herstellen. Deswegen lassen wir jetzt zu guter Letzt nochmal einen weiteren oder einen neuen Stegoceratops frei. Hoffentlich in meinem Lieblingsskin. Und ja, das ist er. Der mit dem Goldenen. Hat es ja sogar was Gutes, dass er hier das Leben lassen musste. Jetzt haben wir wenigstens den goldenen Stegoceratops. Und Leute, ich würde sagen, falls euch die heutige Folge gefallen hat, dann würde ich mich richtig über ein Like freuen. Falls ihr mehr sehen wollt, dürft ihr gerne den Kanal abonnieren. Ansonsten bedanke ich mich vielmals bei euch fürs Zusehen. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.